was bisher geschah. Sind dir seltsame Sachen passiert? Oh, doch. Meine Finger glühen und ich kann Hunde denken hören. Kommunikation mit Tieren. Eine Gabe der Feen. Hallo? Glühende Finger? Noch mehr Elfe geht ja wohl nicht. Die magische Welt wird dich nie ganz akzeptieren, Kyra. Also arbeite doppelt so hart, um dich zu beweisen. Wegen ihrer menschlichen Anteile kann sie niemals ein richtiger Teil der magischen Welt werden. Zähne hast du heute Nacht? 10. Und du? 3. Ich denke mal, tauschen willst du wahrscheinlich nicht, oder? Wieso? Dieses Jahr habe ich gute Chancen, den Preis für die meisten Zahntransformationen zu gewinnen. Ich muss noch 3-stellig werden. Bin kurz davor. Und du hättest eine freie Nacht. Mehr oder weniger. Klar. Na dann, Abflug. Ihr Feen habt's echt gut. Wünsche erfüllen, Leuten helfen. Das fühlt sich sicher toll an. Es ist wirklich ganz schön. Was ist da mit mir? Was genau meinst du? Ich bin ein Dreiling. Ein Teil Elfe, ein Teil Fee, ein Teil Mensch. Was mach ich denn? Du machst, was Dreilinge so machen. Und das ist? Bestimmt gibt's darüber ein Buch. Maxwell hat bis jetzt nichts dazu gefunden. Mach dir keine Sorgen, Kyra. Du bist besonders. Aber so fühle ich mich nicht. Na dann, bis später. Ich wünschte, wir könnten irgendwas für sie tun. Manchmal muss man versuchen, Dinge für sich allein rauszufinden. Na los, die Zähne warten. Geh ruhig. Ich muss hier nur kurz noch was nachsehen. Ist schon gut, Leiter. Ich weiß, was ich brauche. I know everything is falling down, falling around. Now won't be around for long, but I look to the sky. I wonder who's there for me, but I know in my mind the sun will still shine. Alles in Ordnung? Bleib draußen. Ich zieh mich an. Hast du gerade geschrien? Ich hab mir einen Zeh gestoßen. Nichts weiter. Soll ich dich zum Training mitnehmen? Nein, ist okay. Danke. Na gut. Wer ist diesmal dran?
Wer hat mir noch nicht gezeigt, wie man den Elefanten aus dem Buch lebendig werden lässt? Haben wir alle schon. Alle außer Dara. Perfekt, dann also du, Dara. Gut. Wichtig sind Konzentration und Bündelung deiner Energie. Na los, Bruder. Das schaffst du locker. Das hier ist kein loses Treffen, Kyra. Ich weiß, Professor. Es tut mir leid. Du kannst nicht kommen und gehen, wann du willst. Kundschaft, entschuldigt mich. Wir machen ein andermal weiter. Keine Eile. Wo bist du gewesen? Ich glaube, springen habe ich dir anders beigebracht. Ich habe Flügel. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Flügel sind so altmodisch. Du bist doch nur neidisch, weil du keine hast. Schon ausprobiert? Nein, die kommen und gehen. Ist das normal oder... Du bist ein Dreiling, da ist die Flügelentwicklung vielleicht anders. Ich freue mich so. Ich wusste, es war die richtige Entscheidung. Du warst das? Letzte Nacht. Ich habe mich in dein Zimmer geschlichen. Du bist bei mir reinspaziert und hast mich verzaubert? Du hättest auch fragen können. Du hast geschlafen. Ist das nicht aufregend? Jetzt entdeckst du deine Feenseite. Hab ich dir jetzt für immer? Der Zauber hält einen Tag. Dann wirst du wieder normal. Und in der Zwischenzeit ploppen sie einfach raus, wann sie wollen? Ja. Lilly! Ich musste mein Training ausfallen lassen, weil ich nicht wusste, ob mir auf einmal Flügel wachsen würden. Aber jetzt bist du eine Fee geworden. Fühlst du dich nicht besonders? Willst du wissen, was ich fühle? Diese ganze dämliche Zauberei stellt mein Leben auf den Kopf. Wieso probierst du den Animationszauber nicht nochmal? Wem soll es was nützen, einen Elefanten aus seinem Buch zu zaubern? Wenn du es schwierig findest, ich kann helfen. Ich lass mir doch nicht von meiner Schwester helfen. Darum geht's doch gar nicht. Ich will nicht die einzige Elfe unter lauter Feen sein. Du kommst schon klar. Wir können abends in der Bibliothek üben. Das muss doch keiner erfahren. Es sei denn, du möchtest nicht gegen Maxwells Regeln verstoßen. Wir treffen uns um 7. Hi, Dad. Ich habe unterwegs gegessen. Ich gehe ins Bett. Das Frauchen von Doris hat angerufen. Wieso warst du nicht mit dem Hund draußen? Ich, war so beschäftigt heute. Es ging einfach nicht. Ist mit dir alles okay? Ich bin noch müde. Entschuldige. Mir fallen die Augen zu. Oh, ich hau mich aufs Ohr. Nacht. Nacht, Süße. Lilly, was willst du schon wieder? Ich wollte mal schauen, wie es mit den Flügeln läuft. Oh, mein Dad hätte es fast mitbekommen. Wie lange habe ich die Dinger noch? Der Zauber hält bestimmt noch für ein paar Stunden. Also ab in die Luft mit dir, bevor er wieder aufhört. Das kannst du vergessen. Ich soll dir wirklich glauben, dass du nicht fliegen lernen willst? Da draußen? Im Ernst? So, ich sag dir noch schnell die wichtigsten Regeln, bevor du mit deinen Flügeln loslegen darfst. Wir wollen ja schließlich nicht, dass Unfälle passieren. Das Allerwichtigste, immer aufpassen, was vor dir passiert. Achte immer auf Laternenpfähle, hohe Bäume, Drachen, Ballons und am meisten Vögel. Gut, verstanden, denke ich. Und gleichmäßig mit den Flügeln schlagen. Du willst ja nicht gleich losrasen. Flügelschlagen im Spitzentempo gilt als vulgär. Angeber kann keiner leiden. Und Wirbelschleppen von Flugzeugen bringen deine Haare völlig durcheinander. Ich wusste gar nicht, dass Fliegen so kompliziert ist. Ich dachte, ihr flattert mit den Flügeln und das ist das. Gutes Fliegen ist wie gutes Tanzen. Es muss leicht aussehen. Ach, und nicht mit offenem Mund fliegen. Ich weiß, das ist auch vulgär, ja? Nein, du würdest Insekten verschlucken. In der Nacht ist die Luft voll davon. Okay, so, bist du bereit? Ich habe noch nicht verstanden. Wie mache ich das, ich... Du musst es dir vorstellen. Wirklich? Ihr Menschen denkt viel zu viel nach. Oh! Wow, ich hab's geschafft. Siehst du? Ganz leicht. Fliegen wir los. Das ist großartig! Ich schnall nicht, wieso das so schwierig für dich ist. Konzentrier dich, dann kriegst du deinen Elefanten.
Das ist nicht das Problem. Was ist es dann? Ich mag's nicht, vor anderen Leuten zu versagen. Dann versag halt nicht. Oder kümmere dich nicht drum, was andere denken. Meinst du, ich soll mehr wie du werden? Was wäre das Problem daran? Oh, wow. Fliegen ist mega toll. Und? Gefiel dir der Zahnjob? War das nicht ein super süßer kleiner Junge? Der wird morgen früh so happy sein. Das war schön, Lilly. Danke. Die Nacht fängt gerade erst an. Hast du gedacht, es ist schon vorbei? Haben wir nicht alles getan, was wir ihn tun? Nicht wir. Du. Und das stellen wir dahin, wo die Zahnfee es findet. Werd erwachsen, Mom. Die Zahnfee gibt's doch gar nicht. Oh, sie ist bestimmt traurig, wenn sie erfährt, was du gesagt hast. Gute Nacht, Mom. Das schaffe ich aber nicht allein. Wieso nicht? Du hast mich doch gesehen. Erst dann fühlst du dich wie eine richtige Fee. Wedle mit dem Zauberstab und der Zahnzauber beginnt von selbst. Bis nachher in deinem Zimmer. Viel Spaß! Okay, aber wenn... Mich sehen? Das kann doch nicht wahr sein. Komm schon, los! Feen. Und selbst wenn, wo sind deine Flügel? Also, ich bin eine halbe Fee. Sowas gibt's nicht. Ich will wissen, wer du bist. Oder ich hole meine Mom. Warte, ich sag dir, was mit mir ist, aber bitte sag nichts deiner Mom. Wie heißt du? Sally. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Kyra. Das ist kein Feename. Du müsstest Schneeflocke heißen oder Blümchen oder Schmetterling. Ich bin nicht so eine Klischeefee. Konzentrier dich. Wenn ich mich noch mehr konzentriere, platzt mein Gehirn. Denk an den Zauber. Gut, jetzt dranbleiben. Vielleicht sollte ich mit was Leichterem beginnen. Womit? Mit einer Maus? Ich dachte an was Kleineres. Eine Nacktschnecke? Die Aufgabe lautet nun mal Elefant. Ich würde gern vor Sonnenaufgang schlafen gehen. Und nach dieser Nacht hatte ich magische Kräfte. Und nun bin ich teils Elfe, teils Fee und teils ich. Was mich manchmal fertig macht. Zauber mal was, wenn du eine echte Fee bist. Ich brauche meinen Zauberstab dafür. Den habe ich eben fallen gelassen. Er ist unterm Bett. Du kannst echt zaubern mit sowas? Vorsicht, nicht kaputt machen. Dankeschön. Wow, du bist ja wirklich eine Fee. Sally, bist du noch wach? Erzähl ihr nichts. Bitte. Schatz, warum bist du nicht im Bett? Die Musik ist angegangen. Ich wollte sie ausmachen. Die ist von selbst angegangen, ja? Ja, ganz von selbst.
So, jetzt schön schlafen. Gute Nacht, Prinzessin. Das Spiel ist dumm. Bist du noch wach? Kyra? Kannst du nicht schlafen? Machst du dir Sorgen? Sicher? Wir können über alles reden. Nein! Alles bestens. Okay, dann versuch jetzt zu schlafen. Gute Nacht. Aha. Kyra, wo bist du? Danke fürs Geheimhalten. Und wie findet dein Papa, dass du eine Fee bist? Er weiß es nicht. Wieso nicht? Natürlich lüge ich ihn nicht gern an, aber es ist das Beste, wenn er es nicht weiß. Ich wünsche mir, mein Papa könnte dich kennenlernen. Wo ist er? Er ist gestorben. Tut mir leid. Das ist sehr traurig. Meine Mutter auch. Wann denn? Vor 3 Jahren. Ich vermisse sie. Kannst du die beiden mit Zaubern wieder herholen? Nein. Kannst du es nicht mehr versuchen? Wenn ich so gut zaubern könnte, würde ich sofort tun. Ich würde alles tun, um meine Mom wiederzusehen, aber das ist leider nicht möglich. Wird das irgendwann einfacher? Meine Mami sagt ja, aber ich spüre das noch nicht. Doch, es wird. Glaub mir, es braucht seine Zeit. Weißt du noch irgendwas von deiner Mom? Aber ja, sie hat tolle Cupcakes gemacht. Und sie hat nie eins meiner Basketballspiele verpasst. Kein einziges. Ihr war egal, ob ich gewonnen oder verloren habe. Hauptsache, ich gebe mein Bestes. Und weißt du was? Sie hat mich auch Prinzessin genannt. Oh nein. Ich kann's einfach nicht. Das ist dämlich. Ich sehe überhaupt keinen Sinn da drin. Es hat denselben Sinn, wie einen fliegenden Stuhl runterzuholen oder eine Ritterrüstung einzufangen. Das war was Sinnvolles. Eine Bedrohung beseitigen, einen Elefanten aus dem Buch zu holen, ist Schwachsinn. Aber irgendwann ist es vielleicht sinnvoll. Das weißt du doch nicht. Unsere Ausbildung ist auf alle Notfälle ausgerichtet. Wenn du ins DMI kommst... Und was ist, wenn ich nicht ins DMI will? Versuch's doch nochmal. Wozu der Aufwand? Ich soll also für Maxwell diese Aufgabe lösen. Ich werde durchfallen. Du willst also lieber gleich aufgeben? Ich bin nicht wie du, Imogen. Das war ich noch nie. Dann ist das hier Zeitverschwendung. Was machst du denn hier? Kyra hat Schwierigkeiten. Sie war traurig. Da habe ich ihr die volle Feenkraft gegeben und habe sie allein einen Zahnjob machen lassen. Du hast was? Leider ist da was schiefgegangen. Jetzt ist sie klein und ein Mädchen kann sie sehen. Ich muss ihr helfen. Welcher Zauberspruch war das? Ich weiß es nicht mehr. Welches Buch hast du benutzt? Ich hatte es hier liegen lassen. Ist es das? Ja. Es lässt sich nicht öffnen. Wieso kriege ich das Buch nicht auf? Was hast du damit gemacht? Weißt du, was ich denke? Was? Auch wenn wir beide einen Elternteil verloren haben, sind wir noch gut dran. Ach ja? Wir haben beide noch einen Elternteil, der uns lieb hat. Wir müssen es aufkriegen. Lilly, stopp! Ich habe nicht gewollt, dass das passiert. Lilly, nicht weinen. Das wird uns nicht helfen. Entschuldigung. Hast du gesehen? Wein weiter! Was? Die Tränen der Feen. Sie sind magisch. Flügel für Elfen? Oh, furchtbarer Gedanke. Der Zauber hält einen Tag lang an, bla bla bla. Hast du dir das ganz durchgelesen?
Es wird dringend geraten, den Zauber nicht bei anderen magischen Wesen anzuwenden. Möglicherweise kann die Miniaturisierung nicht rückgängig gemacht werden. Das heißt, sie wird für immer so klein bleiben? Sally, ich muss jetzt wirklich wieder nach Hause. Nein, du kannst im Puppenhaus wohnen und dann bleiben wir ewig Freunde. Denk doch an meinen Dad. Der fragt sich, wo ich bin. Du kannst ihn ja besuchen. Ich möchte ihn nicht besuchen. Ich möchte weiter bei ihm leben, weil ich zu ihm gehöre. Sei nicht traurig. Es werden dir in deinem Leben noch wunderbare Dinge geschehen. Sieh dir mich an. Ich war ein normales Mädchen, nichts Aufregendes. Und nun bin ich eine Fee. Das ist so schön. Du bist eine fantastische Fee, Kyra. Das ist meine Freundin Lilly. Du kannst sie nicht sehen. Sie will mich abholen. Ich will nicht, dass du gehst. Ich werde dich besuchen, Sally. Vielleicht siehst du mich dann nicht, aber ich bin da und beschütze dich. Versprochen? Ich versprech's. Machst du bitte das Fenster auf? Wir müssen los. Ich will mich noch verabschieden. Wiedersehen, Sally. Wieso bist du immer noch auf? Na los. Von wem hast du das bekommen? Von der Zahnfee. Geht's dir gut? Das Gefühl im Rücken ist weg. Womit muss ich noch rechnen? Ich hoffe mit gar nichts. Ich habe den Zauber rechtzeitig beendet. Es tut mir echt leid. Aber es ist so wunderbar, eine Fee zu sein. Ich wollte, dass du es selbst erlebst, damit du dich vielleicht als Dreiling ein bisschen besser fühlst. Lilly, das ist lieb von dir. Durch dich habe ich Flügel und neue Abenteuer erlebt. Das kannst du laut sagen. Und ich habe was gelernt. Du kannst auch zaubern ohne Stab oder Flügel. Gut, dass Dara den Geistesblitz hatte. Da hatte ich wohl wirklich Glück.